du achtest darauf, in einem Kaloriendefizit zu sein und solltest damit jetzt eigentlich abnehmen. Das ist das, was dir alle sagen. Das, was aber wirklich passiert, ist nichts. Klar suchst du jetzt nach anderen Ursachen. Vielleicht ist es genetisch bei mir anders, vielleicht habe ich einen schlechten Stoffwechsel, vielleicht ist bei mir irgendwas kaputt. Vielleicht habe ich irgendwelche hormonellen Probleme oder ich habe irgendwie eine unentdeckte Schilddrüsenunterfunktion. All diese Gedanken kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen, weil ich habe selbst jahrelang damit verbracht, immer gegen diese letzten Kilos zu kämpfen, die einfach nicht runter wollten. Die Ernährung umzustellen, auf Süßigkeiten zu verzichten, mehr Sport zu machen, das ist alles erstmal super anstrengend. Wenn es dann auch nicht mal den gewünschten Effekt bringt und die Zahl auf der Waage einfach nicht sinkt, ist es logisch, dass du aufgibst. Und vielleicht willst du dann andere Methoden ausprobieren, um abzunehmen. Man fängt an, monatelang oder vielleicht sogar jahrelang von Diät zu Diät zu hüpfen. Denn an jeder Ecke wird dir ja versprochen, dass du jetzt ganz sicher mit Methode X oder mit Methode Y ganz sicher abnehmen wirst. Aus dem Grund habe ich damals zum Beispiel Intervallfasten ausprobiert. Einen Erfahrungsbericht dazu findest du hier oben, beziehungsweise auch unten in der Beschreibung. Gut, du bist jetzt hier, weil du eine Lösung willst. Du willst endlich verstehen, warum du nicht abnehmen kannst. Vielleicht trackst du gerade sogar Kalorien und bist dir eigentlich sicher, dass du auch in einem Kaloriendefizit bist. Meistens stecken drei Gründe dahinter, warum es so schwer fällt, weiter abzunehmen oder überhaupt abzunehmen. Wenn du diese drei Punkte kennst, wird es dir gelingen, dein Plateau zu überwinden und endlich abzunehmen, ohne dass es so super anstrengend und schwer sein muss. Die Wahrheit ist nämlich, du musst nicht immer mehr tun. Mehr Sport, weniger Essen, noch mehr Anstrengung, das ist gar nicht notwendig. Mit der richtigen Strategie kann Abnehmen nämlich auch einfach sein. Der größte Faktor, den du jetzt wahrscheinlich schon gar nicht von mir hören willst, ist, dass du deine Kalorienaufnahme wahrscheinlich schon mal grundlegend falsch einschätzt. Selbst Experten, das heißt studierte Ernährungswissenschaftler oder Diätassistenten, schätzen ihre eigene Ernährung bezüglich der Kalorien um 20 bis sogar 50% falsch ein. Das heißt, es ist ein komplett natürliches Verhalten von uns Menschen, den Kaloriengehalt von Lebensmitteln zu unterschätzen. Du denkst vielleicht, du hast 1800 Kalorien gegessen, in Wirklichkeit hast du aber vielleicht 2300 Kalorien gegessen und das eigentliche Defizit wäre damit nicht vorhanden. Und selbst wenn du akribisch trackst, kann es zu Ungenauigkeiten kommen. Das heißt, du vergisst mal hier und da was einzutragen. Vor allem bei kaloriendichten Lebensmitteln wie Öl können da schnell mal ein paar hundert Kalorien zusammenkommen, die dann dein Kaloriendefizit ins Nichts auflösen werden. Und vielleicht denkst du, dass strenges Kalorienzählen jetzt hier die einzige Lösung sein kann und sein muss. Tatsächlich rate ich dir sogar davon ab, super konsequent Kalorien zu zählen. Ja, gerade zu Beginn, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, kann es dir schon dabei helfen, mal ein grundlegendes Gefühl für Lebensmittel zu bekommen. Da kann es schon hilfreich sein, mal die eigene Ernährungsweise für ein paar Wochen oder ja, ein paar Tage einfach zu tracken und zu schauen, okay, was sind denn da für Makronährstoffe drin, was ich da so esse und auch ungefähr wie viel Kaloriengehalt hat denn eigentlich das, was ich da jeden Tag zu mir nehme. Du musst dazu aber wissen, dass auch die aufgedruckten Zahlen auf den Lebensmittelverpackungen nicht der absoluten Wahrheit entsprechen, denn auch hier gibt es Schwankungen von bis zu 20%. Was genau es damit auf sich hat, das verrate ich dir in einem anderen Video, das verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung, das würde den Rahmen dieses Videos jetzt auf jeden Fall komplett sprengen. Ein weiterer häufiger Grund, warum es dir so schwer fällt, beziehungsweise es dir gerade unmöglich vorkommt abzunehmen, ist die Waage. Und nein, damit meine ich jetzt nicht, dass deine Waage irgendwie kaputt ist. Aber die Waage zeigt nur dein eigentliches Körpergewicht, nicht deine Körperzusammensetzung. Der Körper besteht aus viel mehr als nur Fettmasse, die wir ja reduzieren wollen, sondern daneben gibt es noch Knochen, es gibt Muskelmasse, es gibt andere Gewebearten und wir haben auch noch einen Wasseranteil, der ziemlich hoch ist in unserem Körper. Und die Waage sagt dir im Prinzip nur, wie viel dieses Mischmasch aus dir, aus diesen verschiedenen Zusammensetzungen, wie viel das wiegt. Aber nicht, wie viel Fett du jetzt gerade an dir hast, beziehungsweise wie viel Fett du vielleicht auch schon verloren hast. Und bevor du jetzt schon direkt an diese Körperfettwagen denkst, vergiss es am besten direkt gleich wieder. Diese normalen, im Handel erhältlichen Körperfettwagen sind super ungenau und die messen vielleicht maximal so den Fettgehalt, Muskulaturgehalt, Wassergehalt von dir, was du so in deinen Beinen hast und viel weiter hoch kommen die mit ihren Messungen überhaupt gar nicht. Wenn du jetzt gar nicht abnimmst, obwohl du in einem Kaloriendefizit bist, dann kann das der Grund sein, dass sich deine Körperzusammensetzung gerade vielleicht ändert. Und das kann die Waage so überhaupt gar nicht abbilden. Das heißt, wenn vielleicht du auch noch angefangen hast mit dem Krafttraining, kann es sein, dass du mit der Zeit auch Muskulatur zugelegt hast und dein Körperfettanteil sich reduziert hat, das Gewicht auf der Waage aber einigermaßen gleich geblieben ist. Vielleicht hast du aber auch etwas mehr Wasser eingelagert, weil du deine Ernährung umgestellt hast und jetzt mehr Kohlenhydrate und weniger Fett zu dir nimmst als vorher. Und das führt ganz natürlicherweise dazu, dass der Körper eben durch diese vermehrten Kohlenhydrate mehr Wasser aufnimmt. Und das ist
auch überhaupt gar nichts Schlimmes. Aus dem Grund rate ich dir ganz unbedingt dazu, wenn du die Waage überhaupt als Messinstrument nutzen möchtest, woran du deine Erfolge oder Misserfolge knüpfst, dann ergänzt das noch um Vorher-Nachher-Fotos bzw. Vorher-Nachher-Videos. Da siehst du nämlich tatsächlich, ob sich was tut und was sich auch tut, wie dein Körper sich verändert. Und das sind vor allem auch ganz kleine Veränderungen, die innerhalb von Wochen passieren, die wir so im Spiegel gar nicht wahrnehmen können, wenn wir uns da jeden Tag im Spiegel anschauen. Ich meine, ganz ehrlich, eigentlich ist es doch am Ende des Tages egal, was für eine Zahl auf der Waage steht. Das, was ja zählt, ist, dass du dich wohlfühlen möchtest, dass du gut aussehen möchtest. Und da ist es ja eigentlich egal, was die Waage sagt. Das ist ja vielleicht sogar viel wichtiger, was diese Vorher-Nachher-Bilder sagen, die deine Entwicklung zeigen. Der dritte Grund, warum es dir vielleicht nicht möglich ist abzunehmen, kann tatsächlich dein Stoffwechsel sein. Wenn du vielleicht schon erfolgreich abgenommen hast und jetzt auf ein Plateau gestoßen bist, wo du einfach nicht weiter abnehmen kannst, kann es tatsächlich sein, dass sich dein Stoffwechsel angepasst hat und dass du jetzt mittlerweile weniger Kalorien verbrauchst als noch vor deiner Diät. Was irgendwo auch eine komplett logische Konsequenz ist, denn du wiegst weniger, du hast weniger stoffwechselaktives Gewebe. Und es bedeutet auch, dass dein Körper weniger Kalorien verbraucht im Alltag. Du musst also deinen Kalorienbedarf in diesen Apps zum Beispiel stetig anpassen, gerade wenn du Kalorien trackst. Wenn du 20 Kilo abgenommen hast oder wenn du auch nur 10 Kilo abgenommen hast, dann verbraucht dein Körper weniger Kalorien. Vielleicht experimentierst du auch schon seit längerer Zeit mit verschiedenen Diäten rum und hast vielleicht auch schon, ja, ich sag mal, extremere Ansätze probiert. Das kann auch dazu führen, dass dein Stoffwechsel sich anpasst. Um dieses Phänomen zu verstehen, musst du wissen, dass unser Körper, dein Körper, dazu tendiert, immer nur so viel zu verbrauchen, Energie zu verbrauchen, wie wir eben auch in Form von Nahrung zuführen. Wenn du mehr isst, wirst du auch automatisch aktiver. Das heißt, du blinzelst sogar schneller, du wirst vielleicht ein bisschen zappeliger auf deinem Bürostuhl, du hast mehr Lust, dich zu bewegen, wirst intuitiv aktiver, nimmst intuitiv, ohne drüber nachzudenken, vielleicht mal eher die Treppe statt die Rolltreppe oder den Aufzug. Und wenn du längere Zeit weniger isst, zu wenig isst für deinen Körper, dann passiert das Ganze nur andersrum. Dein Körper beginnt damit, verschiedene Prozesse auch wieder einzuschränken. Das Ganze funktioniert auch rückwärts. Du blinzelst tatsächlich sogar weniger, wenn du in einem Kaloriendefizit bist. Du hast viel weniger Lust, dich zu bewegen. Du wirst automatisch inaktiver und das ohne, dass du es merkst. Und dabei können gerade diese Anpassungen so klein sein, dass du sie gar nicht bewusst wahrnimmst. Aber genau das kann dir mal gut und gerne 200 bis 300 Kalorien am Tag einsparen bzw. kosten, ohne dass du es so wirklich merkst. Du denkst, du machst eigentlich gar nichts anders, isst auch wie vorher, aber nimmst trotzdem nicht weiter ab. Wenn du in einem moderaten Kaloriendefizit bist, was ich dir auch immer rate, dann sind das genau die Kalorien, die eigentlich für dein Kaloriendefizit da sind und das Ganze kommt wieder auf Null am Ende des Tages bei raus. Der Effekt ist, du nimmst nicht ab. Du siehst also, dein Stoffwechsel ist nicht irgendwie was Magisches und Undurchschaubares. Dahinter liegen ganz logische Prozesse von deinem Körper und dessen Ziel ist es ganz unbedingt zu verhindern, dass du Fett abbaust, weil das sind lebensnotwendige Ressourcen für ihn. Das sind die Notfallreserven, die möchte er auf keinen Fall loswerden. Und so gemein, wie das jetzt klingt, das bedeutet nicht, dass du dir deinen Körper zum Feind machen musst und anfangen musst, gegen ihn zu kämpfen. Stattdessen hilft es immens, wenn du beginnst, genau diese Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, zu verstehen und anzufangen, mit deinem Körper zu arbeiten, statt wie bisher immer gegen ihn zu kämpfen mit irgendeiner neuen Diät. Alles, was es jetzt in diesem Fall braucht, wäre einfach nur eine Umkehrung von diesen Kalorieneinsparungen. Du musst dir dessen bewusst werden, dass dein Körper gerade aktuell dazu tendiert, 200 bis 300 Kalorien beispielsweise einzusparen, indem er eben deine Bewegungslust einschränkt. Du wirst dir dessen bewusst und kannst jetzt automatisch darauf achten, dich etwas mehr im Alltag zu bewegen. Bewusst die Treppe zu nehmen, statt den Aufzug, wie du ihn normalerweise genommen hättest. Bewusst mehr rauszugehen, spazieren zu gehen. Bewusst mehr Schritte zu machen. Ein fester Schrittziel, was du auch wirklich nachverfolgst, zum Beispiel mit deinem Fitness-Tracker, ist schon eine richtig gute Strategie zum Beispiel. Da kannst du wirklich schwarz auf weiß sehen, wie viele Schritte du gemacht hast und was dein eigentliches Schrittziel war. Dadurch verbrauchst du mehrere hundert Kalorien am Tag mehr und kommst von deinem Gewichtsplateau runter, ohne dass du jetzt krass irgendwie anfangen musst zu hungern. Schritte machen ist sowieso eine sehr, sehr gute Abnehmstrategie, denn im Vergleich zu intensiven Cardioeinheiten oder anderen intensiven Sporteinheiten bekommst du dadurch nicht mehr Hunger und Appetit und gleichst dadurch auch wieder nicht unterbewusst dieses Kaloriendefizit aus, was zum Beispiel sein kann, wenn du sehr intensiven Kardiosport betreibst. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe mit diesem Thema Stoffwechsel und wenn du jetzt noch mehr dazu wissen willst über diese Anpassungen, die dein Stoffwechsel machst und wenn du deinen Stoffwechsel ein bisschen besser verstehen möchtest und damit auf einem leichteren Weg abnehmen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Video hier. Da erkläre ich dir mehr über diese Anpassungen, die dein Körper so macht, warum es manchmal so schwer fällt,
erfolgreich und vor allem auf einem einfachen Weg abzunehmen.